Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich habe sehr gut geschlafen. Ich war heute im Teddy und es gab so tolle Angebote. Ich habe nämlich gestern bei der lieben Lisa vorbeigeschaut, Lisa Schnapper, und die hat so tolle 10-Cent-Artikel aus dem Teddy sich geholt. Und da dachte ich, Mensch, ich muss ins Teddy, ich muss ins Teddy. Und siehe da, ich habe auch einiges ergattern können und bin total happy. Ja, und was ich geholt habe, das zeige ich euch jetzt. Zum einen gab es ganz viele Sticker für 10 Cent. Ich werde jetzt nicht jedes Mal sagen 10 Cent. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was für Sticker ich geholt habe. Einmal die. Einmal die. Und schön, schaut euch die mal an. Für 10 Cent, hallo. Ich hatte einmal für Jungs und einmal für Mädels. Einmal Sticker mitgenommen, dann hier so ein bisschen Karibik-Flair. Gut, da waren jetzt auch noch Weihnachtssticker dabei, aber Weihnachten kommt ja auch. Und die kann man immer ganz gut gebrauchen. Die Sticker fand ich eigentlich auch richtig süß für Weihnachten, oder? Das sind keine Sticker, das sind so Geschenkeanhänger. Fand ich richtig niedlich. Und Leute, für 10 Cent. So, dann einmal Meeresjungfrauen. Fischchen. Und dann so Party-Sticker. Ihr fragt euch bestimmt, was macht ihr mit den ganzen Sticker? Ganz einfach, ich verkaufe bei eBay unter anderem. Und ja, und auf den Umschlägen, die kann man dann schön gestalten, indem ich vielleicht, je nachdem, was verkauft worden ist, dementsprechende Sticker draufklebe. Ich finde, das ist eigentlich ganz süß. Ja, weiter geht's. Ich muss sagen, einiges hat auch 55 Cent gekostet. Ja, da gab es zum einen diesen schönen Umschlag für 55 Cent, richtig hübsch. Dann, ich bin eigentlich, ich kaufe wirklich nur das, was ich gebrauchen kann, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Aber auch ich greife manchmal zu Sachen, die total unnötig sind. Aber ich fand den so süß. Ich fand den so süß. Ich weiß nicht, was ich mit anfangen soll, aber ich fand den süß. Der musste mit. Auch ich kaufe manchmal Schrott. Aber trotzdem, er ist einfach süß. Gut, dann gab es diesen Bastelkarton auch. Winter mit Schlittschuhe, mit voll süß mit Schlitten und Handschuhe. Richtig niedlich und das hat vorher 3 Euro gekostet. Also da kann man echt nichts sagen. So, dann einmal Plastikmesser. Jetzt fängt bald die Grillsaison an. Dann einmal hier so ein Elch. Voll süß. Hat vorher 1 Euro gekostet. Ja. Jetzt, ich habe mich so, so gefreut. Und zwar habe ich einmal für Weihnachten, wo man Saft reinmachen kann oder Kakao. Und richtig toll. Hallöchen für 10 Cent. Nee, Quatsch, für 55 Cent. Und dann hier diesen Trinkbehälter, auch für 55 Cent. Voll schön. Gefällt mir richtig gut. Ich habe ja nichts für Weihnachten. Ne? Ich habe ja nichts. So, dann diese schöne Tasse hatte ich mir letztes Mal mitgenommen für, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie teuer waren die, 3 Euro, 2 Euro, ich weiß es nicht. Und ja, richtig hübsch, richtig schön. So, dann einmal Dekoschnee. Hatte vorher 1,50 Euro gekostet. Dann diese schönen Teller. Die hatten auch vorher 1 Euro gekostet. So.
Dann habe ich hier diesen Merry Christmas Aufhänger für 55 Cent, hatte vorher 3 Euro gekostet. So, dann einmal diese Cocktailsticks, haben vorher 1 Euro gekostet und jetzt auch nur noch 10 Cent. Ach, hier ist noch ein Sticker. 10 Cent. Das ist richtig schön. Also das ist richtig, richtig hübsch. Hatte vorher 1 Euro gekostet. So, dann habe ich mir für Silvester so diese Pappbecher mitgenommen. Die haben vorher 1 Euro gekostet und jetzt kosten die 10 Cent. Ja, dann habe ich mir ein paar Latschen mitgenommen. Die haben vorher 2 Euro gekostet und jetzt kosten sie auch 10 Cent. Also wirklich, da habe ich ja ein Schnäppchen gemacht. So, jetzt habe ich ganz süße Tellerchen, so Plätzchenteller, richtig hübsch. Einmal mit diesen Häuschen habe ich 2 Stück mitgenommen. Die haben vorher auch 1 Euro gekostet. Und dann einmal mit diesem Schneemann hat vorher auch 1 Euro gekostet. So, jetzt habe ich hier diese Pappteller, auch süß für Plätzchen, hat vorher 1 Euro gekostet, sind 2 Stück drin. Jetzt kosten sie 10 Cent. Und zum guten Schluss habe ich hier so ein Plätzchenausstecher, so ein Engelplätzchenausstecher, hat vorher 1,50 Euro gekostet und kostet jetzt auch nur noch 10 Cent. Also ich kann sagen, ich kann euch sagen, es lohnt sich wirklich total, mal beim Teddy vorbeizuschauen. Es lohnt sich allerdings noch mehr, vielleicht ein wenig zu warten, denn alles, was jetzt 1 Euro, 2 Euro oder 3 oder 5 Euro kostet oder 55 Cent kostet, wird bald runtergesetzt auf 10 Cent alles. Also, entweder wartet ihr, aber das ist ja so eine Sache, wir wissen ja nicht, wann wieder alles zugemacht wird. Ja, aber trotz allem kann man jetzt auch schon Schnäppchen machen. Ihr habt es gesehen. Ich habe für alles, ich hole gerade mal den Kassenzettel. Kleinen Moment. So wenig ausgegeben. Hat sogar die Kassiererin gelacht. 6,55 Euro habe ich ausgegeben. Und ist alles spiegelverkehrt. Ne? Naja, gut. Aber 6,55 Euro habe ich ausgegeben und das war ein Warenwert. Ich rechne kurz aus, denn ich bin nämlich gut im Rechnen. 55, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 28. Übrigens, der Schneefuchs hätte 7 Euro gekostet. Hier dieses Teil, 28, das sind 35, 36 Euro hätte mich der ganze Spaß gekostet und ich habe nur 6,55 Euro ausgegeben. Tada! Also, das war wirklich ein Schnäppchen. Gut, das war mein Kick-Schnäppchen-Haul für euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Lust habt, schreibt mir noch einen lieben Kommentar. Da freue ich mich wie immer sehr. Ich wünsche euch nun ein wunderschönes Wochenende. Ich hatte irgendwie diese Woche so viele Videos hochgeladen. Ich war voll Energie. Ich habe Lust gehabt. Ich weiß noch nicht, wie es nächste Woche aussieht. Das kann sich ja ändern und es kommt dann nur ein Video. Seid nicht traurig, aber manchmal ist das so. Gut, wie gesagt, ein wunderschönes Wochenende und bis bald. Ciao.